Ich teile Ihnen diese Erkenntnisse mit, denn wir haben ein Ziel. Denken Sie an das, was ich Ihnen über die Hirnzustände sagte, und überlegen Sie, was das für unsere Betrachtung der göttlichen Matrix bedeutet. Diese Matrix ist ein Energiefeld. Und ich betone es nochmal, wir sind so konditioniert, uns in diesem Feld zu sehen. Aber wir sind nicht im Feld, wir sind das Feld. Das Feld sind alle Atome unseres Körpers, die ständig in Quantenimpulsen von diesem Feld ausgehen. Unsere Fähigkeit, mit diesem Feld zu interagieren, wird durch unser Herz- und Hirnzustand bestimmt. Ich zeige Ihnen Hirnzustände, die uns jetzt den Zugang zu Orten und Erfahrungen in diesem Feld ermöglichen, auf Arten, die die Wissenschaft früher nie erkannt hat. Ich meine damit nicht, dass Antike oder Naturvölker das nicht wussten. Natürlich wussten sie es, und die Mönche tun es seit mindestens 1500 Jahren. Aber es war nicht wissenschaftlich dokumentiert. Und das ist wichtig, denn so baut die Wissenschaft die neue Geschichte des Menschen auf. Diese Geschichte erzählt uns über uns selbst. In kommenden Folgen dieser Serie werden Sie sehen, warum diese Geschichte so wichtig ist. Sie führt uns zurück zu dem, was in Ihrem Leben, meinem Leben und in der Welt zwischen Ländern auf globaler Ebene gerade passiert. Das ist also mehr als nur interessant. Ich hoffe auch für Sie. Es ist mehr als eine philosophische Betrachtung. Wir reden von den absoluten Grundlagen, der inneren Technologie, die uns direkten Zugang zu diesem Feld ermöglicht.